In diesem Video bespreche ich die Eigenschaften eines allgemeinen Dreiecks oder auch Dreieck genannt. Ich beginne mit den Eigenschaften der Seiten. Ein allgemeines Dreieck besteht aus drei unterschiedlich langen Seiten. Die Begrenzungslinien bezeichnet man eben als die Seiten A, B und C und die Beschriftung erfolgt mit Kleinbuchstaben. Ganz wichtig hinsichtlich der Konstruierbarkeit von Dreiecken, die Gesamtlänge zweier Seiten eines Dreiecks sollte immer länger oder gleich lang sein wie die dritte Seite. Sonst ist ein Dreieck nicht konstruierbar. Hinsichtlich der Beschriftung, ganz ein wichtiger Punkt, die Seiten liegen den Eckpunkten jeweils gegenüber. Das heißt, die Seite A liegt gegenüber dem Eckpunkt A und so weiter. Kommen wir zu den Eigenschaften der Winkel. Ein allgemeines Dreieck ist ein Dreieck mit drei unterschiedlich großen Innenwinkeln. Die Scheitel der Innenwinkel bezeichnet man als die Eckpunkte A, B und C. Diese werden jeweils mit Großbuchstaben beschriftet. Die Winkelsumme aller drei Innenwinkel ist wie bei jedem Dreieck 180 Grad. Und ganz wichtig der Zusammenhang zwischen Winkel und gegenüberliegender Seite. Dem größten Winkel liegt immer die längste Seite gegenüber. Das heißt, wenn ich die Winkel vorfinde, kann ich mir schon ein Bild davon machen, wie das Dreieck schlussendlich ausschaut. Dann haben wir folgende Bezeichnungen für die Innenwinkel. Die Innenwinkel werden mit Alpha beim Eckpunkt A bezeichnet, mit Beta beim Eckpunkt B und schließlich mit Gamma beim Eckpunkt C. Soviel zu den Winkeln eines allgemeinen Dreiecks. Kommen wir nun zur Bildung und den merkwürdigen Punkten. Hinsichtlich der Bildung eines Dreiecks oder der Zeichnung eines Dreiecks unterscheidet man vier Kongruenzsätze. Hier abgekürzt S für Seite und W für Winkel. Das heißt, wenn ich in der Angabe drei Seiten habe und die obige Bedingung erfüllt ist, dass zwei Seiten länger sind wie die dritte Seite oder gleich lang, dann kann ich ein Dreieck kongruent zeichnen, das heißt deckungsgleich zeichnen. Ist auch ein anderes Synonym dafür, es genau zeichnen zu können. Also wenn ich drei Seiten habe. Eine zweite Möglichkeit besteht, wenn ich die Angabe habe, Seite, Winkel, Seite. Das sind zwei Seiten mit einem eingeschlossenen Winkel. Auch hier ist ein Dreieck eindeutig konstruierbar. Zum Beispiel Seite B, eingeschlossener Winkel Alpha und Seite C. Eine weitere Möglichkeit, ein Dreieck kongruent zu zeichnen, ist die Angabe Winkel, Seite, Winkel. Das wäre hier zum Beispiel Alpha, die Seite C und der Winkel Beta. Und schließlich die letzte Möglichkeit, die auch zwei Lösungen bieten kann, ist die Angabe Seite, Seite, Winkel. Winkel, Winkel, Winkel würde zum Beispiel nicht kongruent konstruierbar sein. Kommen wir nun zu den merkwürdigen Punkten eines allgemeinen Dreiecks. Es sind insgesamt vier. Jedes allgemeine Dreieck hat einen Höhenschnittpunkt. Höhenschnittpunkt ist jener Punkt, wo sich alle drei Höhenlinien schneiden. Dann haben wir einen Umkreismittelpunkt. Vom Umkreismittelpunkt ausgehend können wir einen Kreis machen, der alle drei Eckpunkte des Dreiecks schneidet oder berührt. Dann gibt es den Innenkreismittelpunkt. Vom Innenkreismittelpunkt ausgehend können wir einen Kreis machen, der alle drei Seiten von innen tangiert. Und schließlich haben wir einen Schwerpunkt. Bei diesem Punkt könnte man einen Bleistift unter das Dreieck legen und das Dreieck würde oben liegen bleiben. Das könnt ihr zum Beispiel bei einem Geodreieck ausprobieren. Dann haben wir noch die Eulerische Gerade.
Und diese verläuft durch drei der vier oben genannten Punkte, und zwar durch den Höhenschnittpunkt, durch den Umkreismittelpunkt und den Schwerpunkt. Schlussendlich haben wir noch die Eigenschaften vom Flächeninhalt und vom Umfang eines allgemeinen Dreiecks zu besprechen. Der Flächeninhalt wird berechnet, indem das Produkt von Seitenlänge und dazugehöriger Seitenhöhe halbiert wird. Als Beispiel kann ich zum Beispiel nennen, die Seite C multipliziert mit der Höhe HC und das Ganze nachher noch geteilt durch 2. Der Umfang hingegen wird berechnet, indem alle drei Seitenlängen addiert werden. Das war ein kurzer Überblick über die Eigenschaften des allgemeinen Dreiecks. Viel Spaß beim Einüben und bis bald bei einer anderen Aufgabenstellung. Weitere Übungen zu diesem Thema findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Playlist Mathematik allgemeines Dreieck.